Sprecher, ja. Ja, moin, Andi. Mensch, Tago. Da bist du ja. Hi. Geil. Ja, geil. Schön, dich hier zu sehen. Ja, danke für die Einladung. Ja. Guck mal, habe ich mich schon hier extra im Werner-Zeit angezogen. Sehr gut auch. Zu Ehren. Ne? Ja. Und du willst mich ganz neu eintun. Ja, ihr seht ja mal aus wie die letzten Videos. Ja, das wollen wir ja nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen doch mal gut aussehen. Komm mit. Boah, schon erlaubt. Und dann werden wir mal den Andi heute mal ausstatten, ne? Da freue ich mich aber. Die haben wir noch eine Asbestunterhose vielleicht noch. Ja, oder eine Cordura-Springtanga oder so. Ja. Achso, hast du den gesehen? Den habe ich gesehen. Guck mal hier, mit Snickers-Logo. Da hätte ich noch eine Idee, weil der Werner doch vier Haare hat. Ja. Dann müsstest du mal hier 200er Nägel reinhauen. Der hat doch hier immer so vier Haare. Ja, stimmt. Ne? Das wäre doch mal eine Idee. So, jetzt zum Eintüten. Also wir sind jetzt noch nicht fertig mit dem Einkleiden, also wir sind noch dabei, aber wir haben hier mal das Luxusmodell in Camouflage, weil Andi hat mir eben gesagt, er hat keine Unterhose, oder? Ne, so richtig nicht, die sind alle verschlissen. Ja. Mit Asbestfaser. Ich habe mir damals schon immer eine Unterhose, eine Asbestunterhose. Ja. Guck mal hier, 1A Asbestunterhose. Wir haben noch mehr Unterhosen. Tolles Ding, ja. Einfarbig wie gut. Einfarbig, ne? Wir holen jetzt eine Einfarbig. Das ist mir zu albern. Ja. Das ist zu tarnmäßig. Ne? Ja. Und ich lasse mich hier auch nicht verkackeiern von euch. Nee. Wir holen jetzt eine Einfarbige. Eine Snickers Workwear Stretch Unterhose in Baumwolle Stretch in Größe 5. Passt das? Gute Aussparung im Hodenbereich. Ja. Sehr gut. Breiter Bund. Passt. Ja, passt. Ich freue mich. Ja. Sollen wir da ein Logo raufpatschen? Vielleicht ja, aber in die Mitte. Ja. Store auf die Unterhose. Ja. Das mag ich. Ja, klar, in die Mitte. Ja, da kommt ein Logo rauf. Da ist ja auch der Werner drauf. Ja, genau. Cool, machen wir. Andi? Ja. Komm mal her. Ich gucke mir das mal an. Ja. Denn? Meine Ex ist von mir. Und denn? Ja. Das ist ja. So, mal gucken. Oh, achso, das war noch da. Wo ist die Unterhose? Ach, die ist schon bedruckt. Andi, so eine Unterhose hast du noch nie angehabt. Mit Snickers Concept Store und dem Werner drauf. Wie toll, die ziehe ich nie wieder aus. Die wird erst Weihnachten wieder aboperiert. So machen wir das. Mensch, Andi, jetzt sind wir fertig. Ne? Wie sieht der aus hier jetzt? Wir sind ja richtig ein schönes Team geworden. Ne? Ja, wirklich. Toll, ja. Super, ja. Haben wir schön den Werner mit draufgeballert. Hat die Wahl, ne? Kickt auf. Jetzt seht ihr nicht mehr so aus wie die Judos. Ne? Nee, also wir freuen uns wirklich. Das ist richtig, guck mal, so können wir doch auch als Team auftreten. Ja, so kann man arbeiten, ne? Kann man arbeiten. Ja, kann man arbeiten. Ja, das fand ich auch. Also, Caro, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ja. Auf, danke sehr. Auch das ganze Team hier. Ja. Danke für die nette Beratung. Ja. Nette Bedienung. Sehr, sehr nett. Hat Spaß gebracht. Wollte ich auch gerade sagen, hat Spaß gebracht. Und ihr habt ja noch den geilen Sack hier bekommen. Und ich meine, das ist ja wie Weihnachten hier, ne? Ja. Besser. Demnächst komme ich aber an deine Werkstatt und gibst mal ein bisschen Wirkstoff aus. Oder dann nehme ich mal eine Schachtel Wirkstoff mit. Ja, ja, oder wir fahren jetzt mal meine Stammkneipe und trinken mal ein kaltes 6 Grad. Das wäre mal eine Idee. Ja. Nach du bist eine gute Idee. Nach dem ganzen Gesappel, da kann man auch mal ein Bier trinken. Ja, und Gerstensaft. Das ist Gerstensaft. Ja. Ja. Schön. Das kann man mal. Geil. Mal los. Geil mal los. Auf geht's. Mir durstet. Ja. Mir durstet. Ja, komm, wir gehen rum.